Hey ho, Schnuckis! Willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um Parfums, Parfums. Und zwar habe ich mal hier meine Parfumsammlung, meine aktuelle Parfumsammlung rausgelegt und werde euch zeigen, was mein absolutes Lieblingsparfum ist und werde euch ein bisschen darüber erzählen. Ich muss gestehen, ich kann Düfte überhaupt nicht beschreiben. Überhaupt nicht. Und ihr denkt so, warum machst du da so ein Video darüber? Keine Ahnung, ich hatte Bock. Ja, ich habe mir eine Internetseite mal rausgesucht, wo ich mir so ein bisschen diese Noten angucken kann. Kann euch also sagen, was da so ein bisschen drin ist vom Geruch, damit ihr, wenn ihr Ahnung von Parfum habt, das irgendwie einschätzen könnt. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wonach ich so rieche, bleibt dran. Es geht direkt los. So, ich bin eigentlich auf die Idee gekommen, dieses Video zu machen, weil ich im Moment gerade so ein bisschen Bock habe, Parfum zu kaufen. Und ich habe auch zwei hier bei mir stehen, die ziemlich neu sind. Und eins, was ich bestellt habe, was aber noch nicht da ist. Und das will ich erstmal erzählen. Und zwar hat Kenzo, also ich mag super gerne, kennt ihr noch früher dieses Kenzo, was aussieht wie so ein Baum, so ein Männerparfum? Gott, haben wir das abgefeiert in der Schule, ist so bescheuert, ne? Und irgendwie habe ich so eine Verbindung zu Kenzo Parfums aus meiner Jugend. Und Kenzo hat so eine neue Kollektion rausgebracht, und zwar die heißt La Collection Kenzo Memori. So sehen die Flaschen aus, so ganz simpel, könnt ihr sehen. Und die habe ich jetzt bei Douglas gesehen, weil ich mag gerne so besondere Sachen. Ihr denkt gleich, ne, davon ist nichts Besonderes. Aber egal, irgendwie was anderes. Und ich habe dann daran gerochen, da gibt es glaube ich 6 Stück oder so. Und bin dann hängen geblieben bei Ciel, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Magnolia. Und das habe ich mir auch bestellt. Und das wollte ich einfach mal erzählen, denn das ist noch, gehört quasi hier mit zu. Ich konnte es jetzt noch nicht in eine Reihenfolge bringen, weil ich noch nicht weiß, wie es mir auf lange Sicht gefällt. Was mir bei diesem Duft aber aufgefallen ist, der hält unfassbar lange. Ich habe mir echt, weil ich war halt bei Douglas und habe mir hier so einen Spritzer hingemacht und ganz ehrlich, das hat am nächsten Morgen noch, hat mein Arm danach gerochen und das finde ich natürlich sehr ansprechend, wenn das so ist. Denn ich bin der Typ, ich habe das Gefühl, ich kann mich eindieseln, bis der Arzt kommt, aber selber rieche ich davon nichts. Das, oder es verschwindet schnell bei mir. Ich kann es schlecht einschätzen, ne? Weil manchmal riechen auch andere das Parfum und sagen, wow, du riechst ja heute gut. Und ich sage so, aha, habe ich gar nicht gemerkt. Aber dieses hat so, ach. Ihr werdet auch gleich sehen, es ist ganz interessant, als ich mir diese ganzen Noten angeguckt habe. Offensichtlich gibt es ein Schema, auf das ich stehe, und zwar helle Blüten. Das scheint irgendwie so sich durch alles durchzuziehen hier, durch das ganze Thema. Ich fange aber jetzt mal an. Ich habe mir hier auf meinem Handy Screenshots gemacht von dieser Seite. Ich gucke auch mal ganz kurz, wie die hieß. Wie hieß die noch gleich? Irgendwas mit Fragrantia. Genau. Mein erstes Parfum, was ich euch zeigen will, und das ist quasi mein Platz 9, also ich ranke die jetzt so ein bisschen, es kommt natürlich auch immer drauf an, worauf man Bock hat, ist Sadik und Voltaire Girls Can Be Crazy, so sieht das aus. Das ist so ein unspektakulärer Duft. Wisst ihr, was ich meine? Also es gibt ja so Düfte, wo man denkt, wow, sowas Krasses habe ich ja noch nie gerochen. Ich will es jetzt nicht schlecht reden, aber das ist etwas, das könnte auch bei Rossmann in der Drogerie-Parfum-Szene rumstehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Da ist nämlich die Kopfnote Cola und Birne. Ich rieche hier zumindest keine Cola. Tonkabohne, Jasmin und, was ist hier noch? Vanille, Sandelholz, Moschus und Patchouli sind die Basisnoten. Das ist auch etwas, so Sandelholz, Moschus und Vanille ist bei mir irgendwie fast immer dabei, wobei ich von mir selber sage, ich hasse Vanille. Ekelhaft. Ich mag nicht, ich mag kein Vanilleeis, ich mag kein Vanillepudding. Ich mag auch nicht, kennt ihr noch früher? Ganz früher. Vielleicht gibt es das sogar noch. Dieses Deo, das hatte so eine helle
schlanke Flasche, da war eine Vanille drauf und es hat halt volle Lotte nach Vanille gerochen. Das kennt ihr ganz bestimmt noch. Also wenn ihr ungefähr mein Alter habt, dann kennt ihr das bestimmt. Und irgendwie haben sich alle damit eingesprüht und es war einfach so ekelhaft. Das war einfach so der Höllenhorror. Wie hieß das nochmal? Wartet mal, ich google mal. Ich hab's. Impuls Vanilla Kisses. Ja, ja, kommt, das kennt ihr bestimmt alle. Mein Gott, das ist so übel. Vor allen Dingen, ihr müsst mal bei Google eingeben, Vanille Deo, und da kommt Autovervollständigung 90er. Also genau, genau so. Und deshalb, ich mag das einfach nicht. Das Parfum ist recht unspektakulär. So, und ich finde auch leider von der Haltbarkeit so okay. Ja, also sagt mal, habt ihr das? Gibt es? Weil irgendwie dachte ich immer, diese Sadik und Voltaire wären irgendwie sowas mega special, krasses. Es ist in Ordnung, ja? Dann habe ich hier stehen irgendwie so die Godmother auf Vanilledüfte. Warum auch immer ich auf dieses Parfum stehe, weiß ich bis heute nicht. Dior Addict, wartet, ich suche mal meine Beschreibung dazu. Dior Addict. Das mochte ich schon immer. Also ich weiß noch, als ich mit meinem Mann damals zusammengekommen bin, vor 20 Jahren, dass ich das da schon mochte und es da halt viel zu teuer fand. Und ich immer so im Douglas so, usch, usch, weißt du, so mit Anfang 20. Da mochte ich das schon. Und dann habe ich es mir dann jetzt irgendwann vor, keine Ahnung, 4, 5 Jahren oder so mal gekauft. Und zwar ist das Dior Addict, Kopfnoten, Mandarinenblatt und Orangenblüte. Herznote, achtet mal drauf, ja, also achtet mal drauf, arabischer Jasmin und Basisnote Vanille, ne, also ja, es ist, ich finde, das beschreibt das auch ganz gut, es ist ein unheimlich schwerer, alter Duft, wisst ihr, was ich meine, so schwer und, ne, ja, dann habe ich ein Parfum, was mir extrem gut gefällt, aber leider ist die Haltbarkeit, es ist bei einigen so. Also zumindest ist das halt mein Empfinden. Mega, das riecht so geil. Und ich beschreibe euch mal, ne? Kopfnoten, Himbeer, Mandarin, Orange, Zitrone, Bergamotte. Herznote, Gardenie, Ingwer, Ambra, Jasmin und Rose und Orangenblüte. Und dann die Basisnote ist ziemlich interessant, weil da ist Milch, Karamell, Vanille, Kardamom, Lakritz, Kumarin, und Sandelholz. Das riecht richtig geil. Das riecht wie jetzt hier so dran, ein bisschen wie mein absoluter Favorit. Vielleicht habe ich ja einen Dupe gefunden und wusste es gar nicht. Nein. Riecht aber richtig gut. Ich wünschte, das würde länger halten. Also ich wünschte, das würde echt ein bisschen intensiver und länger halten, weil dann wäre das auf jeden Fall vom Geruch so unter meinen ersten Plätzen. Dann habe ich dieses hier, und zwar das Michael Kors Wanderlust. Auch das finde ich einfach richtig gut. Also kann man nicht anders sagen. Mandelmilch, Bergamotte, rosa Pfeffer ist die Kopfnote, Herznote, Heliotrop, Jasmin, Nelke, Sandelholz, Kaschmirholz und Benzoeharz. Ja, ihr seht, das ist schon so eine. Ja, das zieht sich schon durch alles durch. Auch hier ist die Haltbarkeit und die Intensität, könnte sie besser sein, muss man einfach mal sagen. Aber auch das finde ich, ich finde, das gefällt mir extrem gut. Dann kommen wir zu einem meiner ganz neuen Parfums, und zwar Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Ich hatte mal Lust auf was Fröhliches, Blumiges. Hier, es riecht so geil, aber die Haltbarkeit, was ist denn da los? Oder liegt das an mir? Frage ich mich, wo soll ich es hinsprühen? Also ich mache hier immer einen auf den hier, zack, zack, hier, hier, da, 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 wisst ihr, und ich habe das Gefühl irgendwie, nein, also es hält nicht. Ich finde aber, also ich finde das Packaging mega schön, ne? Das gefällt mir total gut. Das ist sehr neu, das habe ich noch nicht lange. Birnenblüte, rote Beere, Mandarine sind ist die Kopfnote. Auch da, Mandarine kommt öfter mal vor. Gardenie, Jasmin. Ich habe das Gefühl, ich glaube, das ist scheinbar mein Duft.
Frangipani, brauner Zucker und Patchouli sind die Basisnoten. Und ich finde, es riecht einfach, ja, das kann mich jetzt hier nicht so eindieseln. Manchmal, wenn ich so Parfum-Videos gucke und die sprühen und sprühen sich die ganze Zeit da das Zeug durch die Gegend. Also, das riecht auch mega schön. Also, es ja, riecht einfach richtig so nach so einem klassischen Parfum, wisst ihr? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich werde jetzt durch Rom flanieren, da würde ich danach riechen. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde das so ach, klassisch irgendwie. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Irgendwie so ein Parfum, weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie für mich das Parfum der Parfums, und zwar Terry Mugler Alien. Und bei dem ist es ganz interessant, weil ich finde dieses Parfum so herausragend, dass ich das sofort erkenne, wenn das jemand trägt. Sofort. Auf der Stelle. Ich hatte das schon immer, wenn jemand bei mir ins Studio reingekommen ist, und dann wusste ich sofort, aha, das ist Alien, was der trägt. Und ich liebe das bei anderen übertrieben. Wenn jemand durch die Gegend geht und hat das drauf, ich könnte die Person ablutschen, wisst ihr? Ihr seht, das ist sehr voll bei mir, und ich habe das auch schon eine Weile, denn ich persönlich kann das nicht so oft tragen. Also mir ist das zu doll. Das ist zu intensiv auf Dauer für mich. Und ich habe auch immer noch diese Geschichte mit der Glasnagelfeile, die habe ich bestimmt schon ein paar Mal erzählt. Aber ich war mit meiner Freundin in Italien im Urlaub am Gardasee. Und ich hatte so eine kleine Tasche, ne, wo so alles Mögliche drin war. Und da war unter anderem so eine Glasnagelfeile drin und eine Probe von dem Terry Mugler Alien, die dann in dieser Tasche ausgelaufen ist. Und Leute, diese Glasfeile hat noch Jahre danach nach diesem Parfum gerochen. Das war immer total irre. Wenn ich mir dann so die Nägel gefeilt habe, dachte ich so, haha, Alien, ja. Das Parfum übrigens, soll ich euch mal sagen, was da die Herznote oder die Kopfnote ist? Soll ich euch das mal sagen? Jasmin. Jasmin ist die Kopfnote, die Herznote steht holzige Noten. Und Ambra, das scheint auch irgendwie was zu sein, was ich mag. Die meisten von euch kennen es, oder? Oder? Also, ich glaube, das ist so eines der bekanntesten Parfums, die es gibt, ne? Ich finde im Übrigen eigentlich diese Verpackung eigentlich total hässlich. Aber okay, macht nichts, macht nichts. Dann habe ich mir jetzt vor kurzem wieder ein Parfum nachgekauft. Das hatte ich vor Jahren schon mal und habe das... Das war ein Parfum, das, wo ich immer dachte, oh, an mir rieche ich das gar nicht. Aber ich wurde immer darauf angesprochen. Ich wurde immer angesprochen, was hast denn du drauf? Du riechst so toll. Und das war dann irgendwann alle. Und ja, dann habe ich es halt nicht nachgekauft. Aber jetzt gab es das gerade irgendwo im Angebot oder so. Und da dachte ich, okay, jetzt, das hast du voll geliebt. Und zwar Boss Orange. Erstmal, ich finde auch hier die Verpackung mega geil, ne? Also... Und das ist ein recht frischer Duft im Vergleich zu allen Düften, die ich sonst so bevorzuge. Und das riecht irgendwie, das riecht so jung. Das riecht jung und nach Frühling. Und die Kopfnote ist hier roter Apfel. Dann haben wir Herznote, Orangenblüte und weiße Blüten. Wir sind wieder bei den weißen Blüten. Und dann haben wir am Ende noch Vanille, Sandelholz und Olivenbaum. Finde ich das, was nach Apfel riecht? Entfernt. Kennt ihr noch dieses Job? Wie hieß das noch? All About Eve und All About Adam. Kennt ihr die noch? Oh, All About Eve, das war auch... Das hatte meine Mutter, und das war eine Zeit lang... Das war ja so in den 90ern. Das war so ein geiles Parfum. Jetzt könnte ich würgen, wenn ich das rieche. Also beim Gedanken an dieses Apfel-Ding. Nee, also wirklich nicht. Mm-mm, nicht mehr meins. Früher auch CK1, ne? Ich komme aus der Zeit. Davidoff, CK1. Und was hatten wir noch immer? Fahrenheit von Dior. Oh mein Gott. Davon habe ich eine Flasche im Schrank stehen, nur um dran zu schnuppern. Ja, wisst ihr Bescheid. Ja, also ich finde, das hier ist ein absoluter Geheimtipp. Ich glaube, das ist ein Parfum, was nicht...
nicht viele kennen und nicht viele auf dem Schirm haben, aber das ist irgendwie so eine Mischung zwischen jung und frisch und trotzdem irgendwie ein bisschen aufregend. Also ich mag das total gerne und das rieche ich auch gerne an mir selber. Wenn ich mich dann damit so einsprühe, dann denke ich so, oh, und mach dann hier immer einen auf den, ne? Also, ist ein richtig schönes Ding. Jetzt kommen wir zu den beiden absoluten Granaten für mich, die beiden Parfums, die am allergeilsten riechen. Sie sind vom gleichen und zwar sind beide von Tom Ford und als allererstes Black Orchid. Das Schwede, wie geil riecht das bitte? Ich kann das nicht immer ab, weil das ist uff. Ja, also das ist echt, da musst du dich erstmal hinsetzen und durchatmen, wenn du das aufgesprüht hast. Super schwer, so richtig schwer orientalisch. Kommt die Bauchtänzerin und sie sprüht ihr ein bisschen Black Orchid, wisst ihr? Wow, also das ist echt heftig, das Parfum. Kopfnoten, Trüffeln, Gardenie, schwarze Johannisbeere, Ylang Ylang, Jasmin, Bergamotte, Mandarinorange. Dann haben wir in der Herznote Orchidee, Gewürze, fruchtige Noten, Jasmin haben wir wieder in der in beiden Kategorien, Basisnote, Schokolade aus Mexiko, also wisst ihr Bescheid, Patchouli, Vanille, Weihrauch, Sandelholz, Ambra und Vetiver, was auch immer das ist. Ich kenne mich halt nicht aus mit Parfums, ne? Ich sag euch nur, was ich geil finde. Und das, wow. Das ist auch ein Parfum, vorsichtig, 1, 2, 3. Und du riechst den ganzen Tag danach und auch noch die nächsten 5 Tage. Also das ist ganz heftig und das kann ich nicht immer ab, aber das ist so geil. Oh, das ist so, ich liebe das, es ist echt heftig. Aber das beste Parfum und das Parfum, was ich wirklich, ich weiß nicht, es ist, dieser Duft ist das Geilste, was ich je in meinem Leben gerochen habe. Und ich habe, als ich gerade in der Zeit, wo ich das neu hatte, hatte ich so auf meinem Schminktisch stehen und ich habe mich einfach hingesetzt und habe daran gerochen. Wirklich. Ich weiß nicht, welches dieser Anfangsgeruch ist, der da in die Nase steigt, aber der macht mich so glücklich. Und zwar ist das Tom Ford Metallic. Ich sag euch mal, was da drin ist, wenn ich es gleich gefunden habe. Und zwar Aldehyde, was auch immer das ist. Rosa Pfeffer und Bergamotte sind die Kopfnoten. Oh, ich finde das so geil. Herznose, Heliotrop, Hagedorn und Maiglöckchen. Ist gar kein Jasmin drin. Wie kann das denn sein? Vanille, Moschus und Sandelholz haben wir zum Schluss und es gibt 2 Probleme hiermit. Erstes Problem, Haltbarkeit. Leider nur manchmal total gut und ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, dieses Parfum, wenn ich ein bisschen in Wallungen komme, dann kommt das hoch. Ja, und ansonsten rieche ich davon nicht viel. Das ist das eine. Das andere ist, es erinnert mich extrem an die erste Hochphase von Corona. Das ist schade. Ja, es sind jetzt natürlich keine Erinnerungen, an die man gerne denkt. Aber ich habe mir das Herbst 20, Sommer, Ende Sommer, Herbst 20 sowas gekauft. Und dann ging das ja mit den Masken los. Und ich erinnere mich eben einfach, dass ich, wenn ich im Studio gearbeitet habe und habe, wenn dann kein Kunde mehr drin war und habe die Maske so abgenommen, dass ich dann diesen Schwall von diesem Parfum so bekommen habe. Das ist natürlich jetzt einfach nicht die geilste Erinnerung, die man mit einem Duft verknüpfen will. Corona, das möchten wir am liebsten alle vergessen. Deshalb trage ich es im Moment eher weniger. Gut, ich habe natürlich andere geile Sachen, die gleich kaputt sind, wenn ich sie hinschmeiße. Aber für mich ist es trotzdem alles in allem der schönste Duft, den ich jemals gerochen habe. Vielleicht kennt den ja einer von euch und kann mir sagen, was da dieser besondere Duft ist, den ich so abfeiere, der so einzigartig ist, den ich nicht kenne von keinem anderen Parfum. Vielleicht gibt es ja ein haltbareres Dupe oder sowas.
Es gab eine Zeit, da habe ich mir das abends einen Spritzer davon aufs Kopfkissen gemacht, um schlafen zu gehen. Ja, ist auch eigentlich alle. Ich habe schon überlegt, ja, wir haben das meiner Mama mal zu Weihnachten geschenkt, in dem gleichen Jahr, glaube ich, weil sie das auch so toll fand. Und sie benutzt so zweimal im Jahr Parfum. Und ich habe schon überlegt, ob ich einfach das demnächst mal mit zu meinen Eltern nehme, das hinstelle und das volle von meiner Mutter mitnehme. Nein, so ein Schwein bin ich nicht. Nein, nein, nein. Aber der Gedanke ist mir mal kurz gekommen, weil das ist natürlich Tom Ford, ist auch nicht billig, ne? Ist klar. So, ne? Das waren die Parfums, die ich euch zeigen wollte. Mich interessiert, auf was für eine Art Parfum steht ihr? Was sagt ihr zu der Art und Weise, die ich gerne mag? Welches ist euer Lieblingsparfum? Was findet ihr ganz scheußlich? Habt ihr irgendwelche Teenager- oder Kindheitserinnerungen an irgendwelche bestimmten Düfte? Erzählt mal, was ist irgendwie so, gerade so Düfte sind halt, finde ich, was total Spannendes. Steht ihr auf diese super duper teuren High-End-Sachen? Lasst mich das auch mal wissen, würde mich auch interessieren. Und das ist das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ich diesel mich jetzt erstmal ein.